Guten Abend, herzlich willkommen zur ZIB 2. Hat die Regierung zu viel Einfluss auf den ORF? Teletest. Der Verfassungsgerichtshof muss entscheiden, ob die von der Verfassung vorgeschriebene Unabhängigkeit des ORF tatsächlich existiert. Glaubensbekenntnis. Die ÖVP startet eine große Kampagne Glaub an Österreich. Startet sie damit auch den Wahlkampf? Live im Studio ist ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker. Putins Spion Jan Marschalek, der flüchtige Wirecard-Manager aus Österreich, soll Chef eines russischen Spionagerings sein. Das vermuten jedenfalls Ermittler in Großbritannien. Der ORF berichtet über die Regierung und über die Parteien und er soll das auch kritisch tun. Gleichzeitig wählt die Politik die Aufsichtsgremien des ORF aus. Konkret den mächtigen Stiftungsrat, der die Geschäftsführung bestellt, und den weniger einflussreichen Publikumsrat. Aber sind diese Gremien so unabhängig, wie es die Verfassung vorschreibt? Darüber hat heute der Verfassungsgerichtshof öffentlich beraten nach einer Beschwerde des Burgenlands. Die 35 Stiftungsräte werden nämlich von der Bundesregierung, den Bundesländern, dem Nationalrat, dem Publikumsrat und dem ORF-Betriebsrat nominiert. Und dabei haben die Regierungsparteien quasi automatisch eine Mehrheit von mindestens 18 der 35. Und fast alle Stiftungsräte sind in sogenannten Freundeskreisen organisiert, also in parteipolitischen Fraktionen, die es im ORF-Gesetz gar nicht gibt. Der türkise und grüne Freundeskreis der Regierungskoalition stellt derzeit zusammen sogar eine Zweidrittelmehrheit. Ist das noch verfassungskonform? Entscheiden werden die Richter und Richterinnen am Verfassungsgerichtshof hinter verschlossenen Türen. Doch heute sind die Türen offen zur Verhandlung einer Beschwerde, die er im Namen der burgenländischen Landesregierung eingebracht hat. Konkret geht es um die Bestellung des Stiftungsrates, die Besetzung des Stiftungsrates und des Publikumsrates, nämlich um das Problem, dass unseres Erachtens die Regierung einen Überhang bei den Stiftungsräten hat, die sie bestellt. Die Frage, die der Verfassungsgerichtshof klären muss, ist, ob der Einfluss der Politik auf die ORF-Gremien im Widerspruch zur gesetzlich verankerten Unabhängigkeit des ORF steht. Im Stiftungsrat, dem ORF-Aufsichtsgremium, beschickt die Bundesregierung 9 Sitze, die Bundesländer ebenfalls 9, die Parlamentsparteien 6, der Betriebsrat 5 und der ORF-Publikumsrat 6 Sitze. Im ORF-Publikumsrat hat auch die Politik das Sagen. 17 Sitze, mehr als die Hälfte, werden direkt vom Bundeskanzleramt bestimmt, 5 von den Parteiakademien und 8 von anderen Organisationen. Im wichtigsten ORF-Gremium, dem Stiftungsrat, werden also direkt und indirekt 30 der 35 Mandate durch die Politik besetzt. Deutschland ist da einen Schritt weiter. Bereits 2014 hat das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe geurteilt, dass maximal ein Drittel der Aufsichtsratsmandate staatsnah vergeben werden dürfen. Natürlich ist es wichtig, dass diese Breite der Bevölkerung auch wirklich gespiegelt wird. Und deswegen ist es gut, dass die politischen Parteien da nicht zu stark sind. Sie sind ein Teil der Willensbildung, absolut, ist auch wichtig, aber sie dürfen eben nicht zu stark vertreten sein. Der Wirtschaftswissenschaftler und Gründer des Momentum-Instituts, Leonhard Dobusch, ein Österreicher, sitzt seit 2016 im deutschen Pendant zum ORF-Stiftungsrat, dem ZDF-Verwaltungsrat. Was ihm auffällt? Deutschland, zum Beispiel im ZDF, dem bundesweiten Sender, wenn hier die Bundesregierung wechselt, dann wechseln maximal 2 von 60 Mitgliedern im Fernsehrat. Wenn in Österreich die Bundesregierung wechselt, dann wechselt fast die Hälfte der Mitglieder im Stiftungsrat. Das heißt, der unmittelbare Zugriff der Politik ist in Deutschland viel schwächer ausgeprägt als in Österreich. Einen wesentlichen Unterschied mache auch, dass im ORF-Stiftungsrat offen abgestimmt werden muss und einfache Mehrheiten reichen, auch bei heiklen Abstimmungen. In Deutschland gelten strengere Regeln. Noch wichtiger als wie genau jetzt die Besetzung erfolgt, ist schon, ob es eben die Möglichkeit gibt, für eine Seite, für eine weltanschauliche Seite, ihre Meinung quasi ohne Berücksichtigung der Gegenseite durchzusetzen, ob es einen Zwang zum Kompromiss gibt oder nicht. Und das ist in Deutschland durch die Bank sehr ausgeprägt. Man muss sich bei den wichtigen Fragen einigen. In Österreich ist das nicht so. In Österreich ist Lothar Lockl Stiftungsratsvorsitzender. Er wurde von den Grünen nominiert. Seine Wahl wurde in einem geheimen, aber öffentlich gewordenen Sideletter zwischen ÖVP und Grünen paktiert. Er verweist auf die gute Zusammenarbeit aller Mitglieder im Stiftungsrat. Es ist ein ausgewogenes Gremium mit sehr vielen Expertinnen und Experten, Universitätsprofessorinnen,
Unternehmen, Finanzexperten, auch Persönlichkeiten aus dem Bereich Kunst und Kultur, aus dem Publikum, aus den Bundesländern. Und die meisten Beschlüsse dort fallen einstimmig, also fast 95% fallen einstimmig. Also das Gremium funktioniert und nimmt seine Aufsichtsfunktionen wahr. Entscheidende Zukunftsfragen für den ORF, die jetzt in den Händen der Verfassungsrichterinnen und Richter liegen. Noch im Dezember könnte es eine Entscheidung geben. Berichten Patrick Kruska und Ulla Gramer-Schmidt. Und wir bleiben noch kurz beim Thema Medien. Der Verband österreichischer Zeitungen hat heute den Kollektivvertrag für die Journalistinnen bei Tages- und Wochenzeitungen aufgekündigt. Und das ohne vorherige Gespräche, kritisiert die Gewerkschaft. Die Verlage argumentieren, wegen der schwierigen Konkurrenzsituation und des wirtschaftlichen Drucks müsse der Kollektivvertrag bis Mitte nächsten Jahres angepasst werden. Die Gewerkschaft zeigt sich wörtlich entsetzt und fordert die sofortige Rücknahme der KV-Kündigung. Man würde sonst auch vor Kampfmaßnahmen nicht zurückschrecken. Glaub an Österreich. Das hat Kanzler Nehammer vor 3 Wochen im ORF-Sommergespräch als seinen politischen Leitspruch aufgeschrieben, angelehnt an den legendären Nachkriegskanzler Leopold Figl. Jetzt macht die ÖVP aus dem historischen Zitat eine ganze PR-Kampagne, die der Parteichef heute präsentiert hat. In Zeiten der Krise solle damit Angst genommen und Zuversicht vermittelt werden, sagt Nehammer. Das könnte vor allem auch an die ÖVP selbst gerichtet sein. Die Kanzlerpartei liegt in allen aktuellen Umfragen rund 15% unter ihrem letzten Wahlergebnis auf dem 2. oder gar 3. Platz. Regina Pöll berichtet. Inszenierung ist manchmal fast alles. Karl Nehammer zeigt einen Ausschnitt aus seinem ORF-Sommergespräch, unterfüttert mit ÖVP-eigenen Imagebildern. Und deswegen glaubt an dieses Österreich, kommt von Herzen und ich glaube selbst felsenfest daran. Glaubt an dieses Österreich, der bekannte Ausspruch des legendären Kanzlers und späteren Staatsvertragsunterzeichners Leopold Figl. Glaub an Österreich, der Titel der neuen ÖVP-Herbstkampagne. Zeit für den ÖVP-Chef, wohlwollend zurück- und vorauszuschauen auf die eigene Arbeit, auch in der Koalition, in Krisenzeiten. Österreich liegt im EU-Vergleich mit den pro Kopf höchsten Antiteuerungsmaßnahmen im August 2022, also letzten Jahres, auf Platz 2. Wenn ich das Haushaltseinkommen hernehme, dann liegt Österreich weltweit auf Platz 8. Es gibt Förderprogramme, Photovoltaik wird so viel errichtet wie noch nie in diesem Land. Ist es gelungen, die Asylbremse anzuziehen, die Asylantragszahlen in echten Zahlen tatsächlich deutlich zu senken? Und wir werden diesen Weg auch weiter konsequent fortsetzen. An die Seite geholt hat sich Nehammer Sympathisantinnen und Sympathisanten aus den Bereichen Pflege, Wirtschaft, Landwirtschaft und Polizei. Von ihnen viel Lob. Die SPÖ hingegen ortet nichts als unnötige Showpolitik. Die FPÖ wörtlich keinerlei Gespür für die Menschen bei Nehammer und seiner Regierung. Leopold Figl als großes Vorbild. Was macht ihn Jahrzehnte später für den ÖVP-Chef und Kanzler so attraktiv? Laut allen Umfragen ist Leopold Figl nach Bruno Kreisky der zweitpopulärste Bundeskanzler der Zweiten Republik. Und er trägt so ein Stück österreichische Geschichte in sich. Ja, man hat sich an Leopold Figl angelehnt, aber das passt irgendwie nicht ganz. Die Zeit damals war völlig anders als heute. Also das überhaupt nicht zu vergleichen, ist absurd. Ne? Auch der Politikberater sagt, der Vergleich zu damals sei eigentlich etwas vermessen. Hintergrund der Kampagne aber die zuletzt schwachen Umfragewerte der ÖVP. Man bereite sich bereits auf die Nationalratswahl 2024 vor. Planmäßig soll sie in einem Jahr stattfinden. Was will Nehammer? Er will händeringend irgendwie den Gründungsmythos der Zweiten Republik wiederbeleben. Er möchte eben da etwas mehr an Optimismus und das natürlich mit Blickrichtung darauf, dass er in das Kanzlermatch gehen will mit dem derzeit klar führenden in den Umfragen der FPÖ und Herbert Kickl. Nehammer arbeitet daran, dass er Babler und die SPÖ da links liegen lassen kann. Die berühmte Weihnachtsansprache des ersten gewählten Kanzlers, Ingenieur Leopold Figl, im Dezember 1945, hat Geschichte gemacht. Ich kann euch für den Christbaum, wenn ihr überhaupt einen habt, keine Kerzen geben, kein Stück Brot, keine Kohle zum Heizen, kein Glas zum Einschneiden. Wir haben nichts. Ich kann euch nur bitten, glaubt an dieses Österreich.
Die viel zitierte Ansprache ist aber kein Original. Sie wurde 1965 von zwei Journalisten gemeinsam mit Figl ungefähr rekonstruiert. Der bereits todkranke Leopold Figl hat sie im Studio nachgesprochen. Als 1945 Leopold Figl zu Weihnachten im Bundeskanzleramt eine Rede gehalten hat, gab es keine Aufnahmegeräte. Aber diese Rede war sicher, so wie sie rekonstruiert wurde, war sicher eindrucksvoll. Ein Stück Inszenierung also auch damals, das sich die ÖVP mit ihrer neuen Kampagne zunutze machen will. Und ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker, den Sie auf den Bildern erst zuletzt auch gesehen haben, ist jetzt live bei mir im Studio. Guten Abend, vielen Dank fürs Kommen. Guten Abend. Herr Generalsekretär, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich kenne niemanden in Österreich, der nicht an Österreich glaubt. Also sollte auf Ihrem Plakat nicht ehrlicherweise stehen, glaubt an diesen Bundeskanzler oder glaubt an die ÖVP? Nein, ich glaube, dass dieser Slogan sehr gut gewählt wurde. Glaubt an Österreich ist etwas, das der Bundeskanzler als Initiative heute vorgestellt hat. Und ich kann an diesem Slogan nichts Schlechtes finden. Gut, vorgestellt hat es ja der ÖVP-Obmann irgendwie heute als ÖVP-Kampagne. Aber jetzt im Ernst, Leopold Figl hat Glaubt an Österreich im Winter 1945 gesagt, als Österreich 7 Jahre lang nicht existiert hat, als es nach 6 Jahren Krieg in Bombenruinen lag, als es im ganzen Land eine Hungersnot gab, um nichts zu heizen. Dieser Satz heute in einem der reichsten Länder der Welt, ist das nicht seltsam? Naja, wenn man so sehen will, würde es seltsam sein, aber wir dürfen eines nicht vergessen. Leopold Figl war der erste Bundeskanzler dieser Zweiten Republik und er war der Außenminister, der den Staatsvertrag unterschrieben hat. Und dass man an so jemand eine Anleihe nimmt und einen Satz, den er gesagt und geprägt hat, verwendet für eine Kampagne in einer schweren Zeit, ich glaube, das ist durchaus angemessen. Was bei Ihrer Pressekonferenz heute auch auffällig war, Sie haben das gemeinsam mit Karl Nehammer präsentiert und da wurden 5 Menschen, die als Persönlichkeiten aus der Mitte der Gesellschaft kommen, vorgestellt, die auch an Österreich glauben. Und dann wurde Herr Nehammer gefragt, ob das lauter Parteimitglieder seien und er hat das ganz indigniert über die Suggestivfrage verneint. Und dann stellt sich bei näherer Betrachtung heraus, das sind lauter Menschen aus der Mitte der Volkspartei, ein ÖVP-Gemeinderat, ein ÖVP-Gewerkschafter, eine ÖVP-Landtagskandidatin. Das ist nicht ein bisschen lächerlich? Naja, Sie waren ja nicht dabei, ich schon. Aber ich habe es mir angeschaut. Ja, und es gab einen Livestream. Ja, es gibt einen Livestream und wenn Sie den Livestream gesehen haben, dann werden Sie auch bemerkt haben, dass er gesagt hat, nicht alle sind Mitglieder der Volkspartei. Von 5 sind es 3. Und ich finde auch das, ja, das sind als etwas Legitimes. Sind Sie jetzt aber großzügig, Herr Generalsekretär, weil die 4. die Pflegerin ist Geschäftsführerin beim Hilfswerk. Das hat früher Wohlfahrtsdienst geheißen und wurde gegründet als Dachorganisation aller Fürsorgeorganisationen der ÖVP. Und die Klimaexpertin ist eine langjährige Wirtschaftskammerfunktionärin, die jetzt einen Verein leitet, der von der Wirtschaftskammer und der Industriellen Vereinigung getragen wird. Also jetzt ÖVP-fern sind die 2 Damen auch nicht, oder? Es ist um die Mitgliedschaft gegangen und auch wenn man sich das nicht vorstellen kann in ihrer Welt, es ist möglich, dass jemand beim Hilfswerk arbeitet und nicht ÖVP-Mitglied ist. Es ist auch möglich, dass jemand bei der Wirtschaftskammer arbeitet oder Wirtschaftskammer nahe ist und nicht ÖVP-Mitglied ist, auch wenn das bei anderen Institutionen nicht der Fall sein kann. Okay, jetzt nochmal zu dieser Kampagne inhaltlich zurück. War das heute, oder eher strategisch zurück, war das heute ein Jahr vor dem gesetzmäßigen Wahltermin der Start der ÖVP-Wahlkampagne? Nein, es war kein Start der Wahlkampagne, sondern es war der Start einer Initiative des Bundeskanzlers. Und zwar, der Bundeskanzler hat diese Initiative vorgestellt, die die Partei trägt, die die Partei auch bezahlt, um hier auch gleich allen Gerüchten den Raum zu nehmen. Und diese Initiative ist kein Wahlkampf. Wenn es eine Initiative des Bundeskanzlers wäre, warum ist sie dann nicht eine Initiative der Bundesregierung mit dem Koalitionspartner gemeinsam? Das war wohl eher eine Initiative des ÖVP-Obmanns in der ÖVP-Parteiakademie, die von der ÖVP bezahlt wird. Aber der Parteiobmann der ÖVP ist auch Bundeskanzler dieser Republik. Und sollte man das nicht trennen, ein bisschen, diese Funktionen, was man in welcher Funktion macht? Es ist getrennt. Wir haben ja das Logo der Volkspartei eingeblendet. Es ist ganz klar, wer diese Kampagne trägt, wer diese Kampagne auch bezahlt. Und die Initiative ist vom Bundeskanzler und, wenn Sie so wollen, vom Parteiobmann der Volkspartei ausgegangen. Warum ist es keine gemeinsame Initiative der Bundesregierung? Weil es eine Initiative der Volkspartei ist und ich bin Generalsekretär der Volkspartei und nicht der Bundesregierung. Okay. Der Parteiobmann hat heute die Arbeit der Regierung sehr gelobt. Wir haben sie auch gesehen im Beitrag, was da alles gelungen ist. Aber wenn der Regierung so viel gelungen ist, warum ist sie dann so unpopulär wie noch nie eine Regierung in Österreich seit 1945 zuvor? ÖVP und Grüne liegen gemeinsam in den Umfragen um die 30%. Wie erklären Sie das? Es ist so, dass die Zeiten, die hinter uns liegen, durchaus schwere waren. Und in einer schweren Zeit braucht es eine sichere Hand, die durch diese Zeit führt.
Und dann braucht es aber auch Optimismus und Zuversicht. Der Bundeskanzler hat dieses Land, hat die Menschen sicher durch diese Zeit geführt. Aber jetzt gilt es, auch diese Zuversicht und den Optimismus zu vermitteln. Und das soll auch das Ziel dieser Kampagne, dieser Initiative sein, weil wir glauben, dass das auch ein Teil des Grundes ist, warum die Umfragen so sind, wie sie sind. Und ich sage ganz offen, mit diesen Umfragen haben wir keine Freude. Aber Umfragen sind Umfragen und Wahlen sind Wahlen. Aber das habe ich jetzt nicht genau verstanden. Was ist der Grund dafür, dass die Umfragen so niedrig sind für die ÖVP und für natürlich, die Regierung? Der Grund, warum die Umfragen so niedrig sind, orten wir schon auch in einer Stimmung, die sehr von negativen Einflüssen geprägt ist. Und der reale Befund in unserem Land ist aus meiner Sicht mit dieser Stimmung nicht in Übereinstimmung zu bringen. Das heißt, dieses Land steht viel besser da, als es oft vermittelt wird. Die Menschen leisten viel mehr, als vermittelt wird. Und auch die Politik der Bundesregierung ist viel besser, als dann und wann vermittelt wird. Wenn die Arbeit der Bundesregierung viel besser ist, als vermittelt wird, warum liegt dann die Inflation in Österreich bei 7,5% zurzeit? Ist die höchste in Westeuropa, deutlich höher als im Euro-Schnitt. Und das führt jetzt dazu, dass die Gewerkschaften zweistellige Lohnerhöhungen fordern, weil die Inflation übers Jahr gerechnet bei fast 10% liegt. Und die Wirtschaft sagt, diese Lohnerhöhungen kann sie nicht stemmen. Hätten Sie da die Inflation nicht früher drücken müssen? Die Inflation war im Jänner bei 11,2%. Jetzt liegt sie im August bei 7,5 und sie wird weiter sinken. Und in den Niederlanden liegt und sie bei 3. Sie können alle Zahlen vergleichen, Sie können internationale Statistiken sich ansehen, so viel Sie wollen, aber letztlich ist es für die Menschen nicht wichtig, wie hoch ist die Inflation, sondern für die Menschen ist wichtig, können sie mit dem Geld, das sie zur Verfügung haben, die Ausgaben bestreiten, die sie bestreiten müssen. Und da hat der Budgetdienst des Parlaments, der ja auch hoffentlich für den ORF unverdächtig ist, festgestellt, dass das verfügbare Einkommen bei den Menschen inflationsbereinigt in Österreich gestiegen ist. Das heißt, wir haben die Menschen durch diese Krise gut gebracht und die Kaufkraft ist erhalten geblieben. Die Inflationsrate ist eine Marke, in Spanien ist sie sehr niedrig. Aber was haben Sie von einer niedrigen Inflation, wenn Ihnen das Geld fehlt, die billigen Preise zu bezahlen? Sie haben jetzt trotzdem das Problem, dass die Inflationsrate sehr hoch ist und dass die Gehaltsverhandlungen mit der Gewerkschaft auf Basis der Inflationsrate basieren. Und die Gewerkschaft fordert jetzt eben mehr als 9,6%. Und die Wirtschaft, ÖVP-Klientel, sagt, das können wir uns nicht leisten. Aber das ist auch nicht neu, dass die Inflationsrate maßgebend für die Tarifverhandlungen ist und ist jetzt auch nicht neu, dass das von den Tarifpartnern verhandelt wird. Wenn die Inflationsrate höher ist, sind auch die Verhandlungen beim höheren Niveau angesetzt. Wenn die Inflationsrate niedriger ist, ist es niedriger. Gut, das würden jetzt Ihre Parteikollegen in der Wirtschaftskammer wahrscheinlich ein bisschen skeptischer sehen. Aber wenn die Regierung so gut zusammenarbeitet, wie Sie sagen, auch und so gut arbeitet, warum gibt es dann eigentlich noch immer keine Besetzung für die Leitung der Wettbewerbsbehörde, des Bundesverwaltungsgerichts, des Nationalbankrates? Gab es überhaupt noch nie. Es gibt das versprochene Klimaschutzgesetz nicht, seit 1000 Tagen überfällig. Es gibt das Wärmegesetz nicht, das schon fertig da liegt. Und es gibt noch immer das Informationsfreiheitsgesetz nicht. Und all das seit vielen Monaten, teils seit Jahren. Herr Wolf. Herr Stocker. Wenn es das alles geben würde, das Informationsfreiheitsgesetz, wäre die nächste Frage, wann gibt es das Klimaschutzgesetz? Wenn es das eine geben würde, berechtigte Frage. Wäre die nächste Frage, wann gibt es das erneuerbare Wärmegesetz? Auch das eine berechtigte Frage. Und wenn es alle diese Fragen als gelöst beantwortet gibt, dann ist die letzte Frage, und wieso gehen wir dann nicht wählen? Weil was tut dann die Regierung noch in der verbleibenden Legislaturperiode? Da würde ich Sie aber jetzt immer noch fragen, genau, warum besetzen Sie zum Beispiel die Wettbewerbsbehörde? Auch das ist etwas, wenn die Wettbewerbsbehörde besetzt ist, kommt die nächste Postenbesetzung und wenn alle besetzt sind, heißt alles geschafft, wieso müssen wir überhaupt die Legislaturperiode noch weiter regieren, können wir ja wählen gehen. Das ist eine lustige Fantasie, Herr Stocker, aber ich bin nicht ganz sicher, dass das tatsächlich stimmen würde, aber es ist doch nie vorgekommen, dass der Generalrat der Nationalbank nicht rechtzeitig besetzt wurde, weil die Koalition sich nicht einigen kann. Das Bundesverwaltungsgericht ist seit vielen, vielen Monaten, hat keine Spitze. Die Wettbewerbsbehörde in dieser Situation hat keine Leitung, weil die Koalitionspartner sich nicht einigen können. Ist das nicht peinlich? Also ich finde es nicht peinlich, sondern es ist so, dass alle Institutionen funktionieren. Das muss man schon festhalten. Da brauchen die ja gar keine Leitung. Sie funktionieren, weil jemand mit der Leitung betraut ist. Und es wird so sein, dass wir auch diese Postenbesetzungen in dieser Periode und ich hoffe auch zeitnah vornehmen werden. Okay. Man könnte den Eindruck haben, wenn wir das Klimaschutzgesetz und das Wärmegesetz erwähnt haben, dass die ÖVP beim Klimaschutz jetzt in den letzten Monaten ziemlich zurückrudert. Das Klimaschutzgesetz steht im Regierungsprogramm, hat für die ÖVP jetzt keine Priorität mehr. Das Wärmegesetz ist bereits fertig verhandelt, soll jetzt noch mal neu verhandelt werden auf Wunsch der ÖVP. Und die niederösterreichische Landeshauptfrau fordert, auf die Erhöhung der CO2-Steuer zu verzichten. Kommt diese Erhöhung der CO2-Steuer trotzdem oder nicht?
Also die drei Dinge haben miteinander recht wenig zu tun, außer dass es Klimaschutz ist, aber inhaltlich haben sie miteinander sehr wenig zu tun. Bei der CO2-Bepreisung ist eines zu sagen, der Klimabonus steht ja dieser CO2-Bepreisung gegenüber, der wird gerade ausbezahlt. Und in welcher Höhe dann die CO2-Bepreisung mit Jahresende, weil dann wird sie erst wirksam, tatsächlich stattfindet, werden wir sehen. Ja, da gibt es an sich einen Pfad. Da gibt es einen Pfad, aber es hängt dann von der Preisentwicklung ab, wie dann die Erhöhung aussieht. Aber es ist klar, die CO2-Bepreisung und der Klimabonus sind miteinander verknüpft. Und wenn es das eine gibt, gibt es auch das andere. Und die ÖVP stellt diesen vereinbarten Pfad auch nicht in Frage? Nein, den stellen wir jetzt nicht in Frage. Ja. Bleiben wir noch kurz in Niederösterreich. Da regiert die ÖVP ja mit der FPÖ. Und die FPÖ Niederösterreich wird von zwei der engsten Vertrauten von Herbert Kickl geführt, von Udo Landbauer und von Clubchef Teufel. Wie passt das damit zusammen, dass die ÖVP seit Wochen Herbert Kickl zum Sicherheitsrisiko erklärt und eine Koalition mit ihm ausschließt, aber mit seinen engsten Gefolgsleuten geht's? Das passt so zusammen, dass Herbert Kickl für die Volkspartei als Regierungsmitglied bekannt ist auf Bundesebene. Und er ist auf Bundesebene auch als Parteichef und Clubobmann bekannt. Und aus dem, was wir von Herbert Kickl gesehen haben und aus den Erfahrungen, die wir mit Herbert Kickl gemacht haben, hat der Bundeskanzler den Schluss gezogen, und da steht die Volkspartei zu 100% dahinter, dass Herbert Kickl ein Sicherheitsrisiko für dieses Land ist und besser kein Regierungsamt mehr begleiten sollte. Aber wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, dann ist es der Charakter oder das Verhalten von Herbert Kickl, nicht seine Politik. Ja, das ist ja untrennbar damit verbunden. Das ist die Politik, und sein Verhalten ist ja in der Politik ablesbar. Das heißt, wenn wir uns ansehen, was wir als Innenminister erlebt haben und wie Herbert Kickl Innenminister war, Stichwort BVD, eine Zerschlagung der Einrichtung, die die Verfassung schützt und vor Terrorismus schützen soll. Dann haben wir gesehen, dass er jetzt als Clubobmann gegen diesen Raketenschutzschirm und Drohnenschutzschirm ist. Gefährdet die äußere und die innere Sicherheit. Und jetzt haben Mitglieder oder ehemalige Funktionäre der FPÖ die Taliban besucht. Naja, das sind keine besonders. Das ist alles ein Ausfluss aus der Führung Kickl in der FPÖ. Aber wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, war zur Zeit der BVD-Zerschlagung und dieser Razzia Herr Teufel, der Kabinettschef oder der Büroleiter von Herrn Kickl, also so trennen, ist aber schwierig, oder? Na, die Verantwortung hat wohl schon der Minister. Und nicht der Bürochef. Okay. Warum glauben Sie eigentlich, dass es eine FPÖ gibt, die anders ist als Herbert Kickl? Also Sie selber haben vor wenigen Wochen das rechtsextreme Video der FPÖ-Jugend scharf kritisiert und auch, dass Kickl das zugelassen hat. Mhm. Aber es gibt von keinem einzigen FPÖ-Politiker, weder von Landbauer noch von Swazik noch von Heimbuchner, lauter Koalitionspartner der ÖVP, auch nur einen Ton der Distanzierung von diesem Video. Wie passt das zusammen? Das ist eine Sache, die die FPÖ mit sich ausmachen muss, wenn sie sich von so einem Video nicht distanziert. Aber warum koalieren Sie dann mit dieser Partei oder mit diesen Menschen, die sich nicht distanzieren? Wir koalieren auf Bundesebene mit der FPÖ nicht. Aber die ÖVP in Oberösterreich, in Niederösterreich und in Salzburg? Die gleiche Partei? Ja, und die anderen Landesparteien koalieren mit der SPÖ. Die Volkspartei die hat jetzt kein rechtsextremes Video veröffentlicht, irgendwo, oder? Aber die Volkspartei koaliert auf Bundesebene mit den Grünen, in den Ländern mit verschiedenen Parteien, mit der FPÖ und mit der SPÖ. Ich persönlich finde die Bildsprache und die Symbolsprache in diesem Video unerträglich. Und wie die FPÖ damit umgeht, ist ihre Angelegenheit. Und die Gespräche, wie es nach den Wahlen weitergehen wird, werden wir nach den Wahlen führen. Der Tiroler ÖVP-Landeshauptmann Mattle, er ist schon ein bisschen weiter, irgendwie, der schließt eine Zustimmung zu einer Koalition mit der FPÖ auf Bundesebene generell aus, ob mit oder ohne Kickl. Warum schließen Sie das nicht ebenso aus? Weil wir die Wahlen abwarten wollen, weil es gute Praxis ist und auch demokratische Praxis ist, zuerst den Wähler sprechen zu lassen, dann überhaupt zu prüfen, welche Zusammenarbeit ist rechnerisch möglich und auf dieser Basis Gespräche mit den Parteien zu führen, die für eine Zusammenarbeit in Frage kommen. Und das Ergebnis wird dann zu bewerten sein. Aber das kann nicht schon bewertet werden, bevor überhaupt die Wahlen geschlagen sind. Herr Stocker, wenn ich Sie jetzt fragen würde, würde die ÖVP mit der KPÖ koalieren nach der Wahl, wenn sie ins Parlament kommt, würden Sie wahrscheinlich nicht sagen, warten wir das Wahlergebnis ab, oder? Doch, wir warten das Wahlergebnis immer ab. Ganz egal, wie die Zusammenarbeit nach einer Wahl aussehen wird. Wir warten grundsätzlich Wahlergebnisse ab. Okay, dann ganz kurz noch zu Landeshauptmann Mattle. Der hat auch gesagt vor wenigen Tagen, die Zeit von Sebastian Kurz in der Politik ist vorbei. Sehen Sie das auch so oder würden Sie sich wünschen, dass Sebastian Kurz an führender Stelle in die ÖVP zurückkehrt? Sebastian Kurz hat diese Frage selbst beantwortet. Er hat gesagt, was Sie sich wünschen oder nicht beantwortet? Ich habe Sie ja gefragt, was Sie sich wünschen.
Ich wünsche mir, dass der nächste Bundeskanzler Karl Nehammer heißt und die Volkspartei wieder Nummer 1 wird. Und sollte er eine Regierung oder eine ÖVP mit Sebastian Kurz an führender Stelle anführen? Ich habe schon gesagt, ich wünsche mir, dass die Volkspartei die Nummer 1 wird. Das habe ich gehört. Und der nächste Bundeskanzler Karl Nehammer heißt. Und hat Sebastian Kurz da eine Rolle? Da vielleicht will er nicht Bundeskanzler werden, sondern wieder Außenminister. Keine Ahnung. Also, weiß ja niemand. Aus meiner Sicht ist das beantwortet. Also die Zeit von Sebastian Kurz in der ÖVP ist vorbei. Sebastian Kurz hat selbst gesagt, dass derzeit die Politik für ihn überhaupt kein Thema ist. Und wir haben die Aufgabe in der Volkspartei, in den nächsten 12 Monaten dafür zu sorgen, dass die Stimmung bei den Menschen besser wird, dass der Glauben an Österreich, den so viele haben, auch spürbar wird, damit die Volkspartei als Erste durchs Ziel geht und der Bundeskanzler Karl Nehammer bleibt. Jetzt muss ich zum Schluss noch mal ganz kurz zu Leopold Fiegel fragen, wenn Sie jetzt schon noch mal ansprechen. Der wurde ja trotz aller unbestrittenen Verdienste als ÖVP-Chef und Kanzler in einer wirklich bösen parteiinternen Intrige von seinem Freund und Förderer Julius Raab gestürzt. Ist das wirklich so ein ideales Vorbild? Also diese Intrige, die Sie ansprechen, kann ja keinen Abbruch tun, dass Leopold Fiegel als erster Bundeskanzler der Republik, als einer, der den Staatsvertrag als Außenminister unterschrieben hat, für uns als Vorbild mehr als legitim ist. Andere haben andere Vorbilder, manche Karl Marx, andere fahren zu den Talibans nach Afghanistan. Ich glaube, dass es ganz gut ist, wie die Volkspartei mit dem Thema Leopold Fiegel umgeht. Und das ist doch, glaube ich, ein gutes Vorbild als Bundeskanzler. Aber wie die ÖVP mit ihren Parteiobleuten umgeht, ist nicht immer so fein, oder? Also ich glaube, dass wir derzeit mit unseren Parteiobleuten viel besser umgehen als manche andere Parteien. Herr Stocker, vielen Dank für den Besuch im Studio. Sehr gerne. Und wir wechseln nochmal das Thema. Vor 3 Jahren hat sich herausgestellt, dass hinter dem vermeintlichen Vorzeigekonzern Wirecard in Wahrheit ein milliardenschwerer Betrugsskandal steckt. Darüber wird vor einem Münchner Gericht verhandelt. Aber einer der Hauptverdächtigen, der österreichische Wirecard-Manager Jan Marszalek, ist rechtzeitig untergetaucht. Er wird in Russland vermutet und britische Behörden vermuten jetzt, dass Marszalek Teil oder sogar der Kopf eines russischen Spionagenetzwerks sein könnte, wie Vanessa Gruber berichtet. Milliardenbeträge, die es offenbar nie gegeben hat, eine spektakuläre Flucht, dazu eine mögliche russische Spionageoperation. Der Fall Wirecard bietet Stoff für einen Wirtschaftskrimi oder vielmehr für einen Spionage-Thriller. Vor 3 Jahren ist die Pleite des Zahlungsabwicklers Wirecard ans Licht gekommen. Der Konzern soll mutmaßlich Scheingeschäfte in Milliardenhöhe verbucht haben und somit Geld gearbeitet haben, das es womöglich nie gab. Heute ziert er wieder die internationalen Titelblätter. Jan Marszalek, der Österreicher und ehemalige Wirecard-Vorstand, ist seit dem Auffliegen des Skandals auf der Flucht. Vermutet wird, dass er sich in Russland aufhält, denn immer wieder wurden ihm gute Kontakte zum russischen Geheimdienst nachgesagt. Jetzt tauchen dafür erstmals mögliche Beweise auf. In Großbritannien läuft derzeit ein Prozess gegen 5 Personen, die für Russland spioniert haben sollen. Die 5 Beschuldigten aus Bulgarien sollen, teilweise als Journalistinnen und Journalisten getarnt, zwischen August 2020 und Februar 2023 geheime Informationen für den Kreml gesammelt haben. Und Jan Marszalek habe dabei mutmaßlich eine zentrale Rolle gespielt. Laut britischen Ermittlungen soll er als Vermittler zwischen Moskau und der Spionagegruppe agiert haben. Das berichten heute die BBC und der Spiegel. Ja, ich glaube, wir können jetzt nicht mehr nur noch von guten Kontakten reden. Im Moment reden wir davon, dass der Marszalek einen kleinen Spionagering im Vereinigten Königreich betrieben hat und das im Auftrag des Kreml oder eines russischen Geheimdienstes. Das ist viel mehr als nur gute Kontakte. Wer mutmaßlich ausspioniert wurde, darüber halten sich die britischen Ermittler bedeckt. Die Vorwürfe wiegen jedenfalls schwer. Es ist da die Rede davon, dass das sogar bis hin zu möglichen Entführungen dieser Zielperson gegangen sein soll. Ein Ermittler, mit dem ich gesprochen habe, sagte, ich würde auch nicht ausschließen, dass es hier um die Vorbereitung von Mordanschlägen geht. Laut Spiegel gehen die westlichen Sicherheitsbehörden davon aus, dass Jan Marszalek bereits als Wirecard-Manager von den russischen Geheimdiensten als Informant und Strippenzieher angeworben wurde. Mit der beschuldigten Spionagegruppe soll er schon als Wirecard-Vorstand Kontakt gehabt haben. Per E-Mail soll er sich etwa mit dem Kopf der Spionagegruppe unter anderem über Handyortungen unterhalten haben. Auf eine Anfrage des Spiegels hat Marszaleks Anwalt bislang nicht geantwortet. Und an dieser Stelle müssen wir uns für heute von allen verabschieden, die via Dreisat dabei waren.
Danke für Ihr Interesse, einen schönen Abend noch aus Wien. Und wir haben jetzt noch weitere wichtige Meldungen vom Tag. In der Kaukasus-Enklave Bergkarabach kommt es nach der Militäroffensive Aserbaidschans zu einer Massenflucht. Mehr als 20.000 Menschen sind bisher ins benachbarte Armenien geflohen. Ein Treibstofflager, wo viele Flüchtende tanken wollten, ist explodiert. Es gibt mehr als 120 Tote und hunderte Verletzte. US-Präsident Joe Biden hat den im Bundesstaat Michigan streikenden Arbeitern der Autoindustrie einen Solidaritätsbesuch abgestattet. Er unterstützt ihre Forderung nach einer kräftigen Lohnerhöhung. Von den Streiks sind mehrere große Automobilhersteller wie Ford oder General Motors betroffen. Österreich befürwortet die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen zwischen der EU und der Ukraine. Das hat in Kiew Parlamentspräsident Wolfgang Sobotka gesagt. Sobotka betonte die positiven Schritte im Kampf gegen die Korruption. Der Nationalratspräsident ist mit einer Parlamentsdelegation in Kiew. Nur von der FPÖ ist kein Abgeordneter dabei. Florian Turski, derzeit ÖVP-Staatssekretär für Digitalisierung, will Innsbrucker Bürgermeister werden. Er bewirbt sich offiziell als Spitzenkandidat für das gemeinsame Bündnis von Volkspartei und der Liste für Innsbruck. Die Gemeinderatswahl findet planmäßig im April 2024 statt. Nachdem ein 32-Jähriger zweimal seine Nazi-Tattoos im Freibad in Braunau gezeigt hat, wurde er jetzt wegen Wiederbetätigung zu 2 Jahren Haft verurteilt, davon 8 Monate unbedingt. Die Tattoos muss er entfernen lassen. Und im österreichischen Fußballcup gab es heute Abend ein ganz besonderes Derby. In Salzburg hat ein Club quasi gegen sich selber gespielt. 2005 hat der Red Bull-Konzern die traditionsreiche Austria Salzburg übernommen, Namen, Logo und Farben geändert. Empörte Fans haben daraufhin eine neue Austria Salzburg gegründet. Die spielt jetzt in der Regionalliga West, aber im Cup ist sie heute zum ersten Mal seit 18 Jahren auf den Serienmeister Red Bull Salzburg getroffen. Im seit Wochen ausverkauften Stadion von Grödig. Und in diesem ganz speziellen Salzburg-Duell führt der Serienmeister Red Bull nach einer knappen Stunde mit 1:0. Es bleibt also noch eine gute halbe Stunde spannend. Und wir schauen noch schnell auf den Wetterbericht. Eine mächtige Hochdruckzone bewirkt weiterhin einen wolkenarmen Himmel. Auch bei uns. Ein Tief über dem Atlantik befördert einen neuen Schwall Warmluft nach Europa. Ein sehr sonniger Mittwoch kündigt sich an. Nebelfälle lichten sich, ein paar dünne Wolken ziehen über den Himmel. Mit Wind aus Ost bis Süd wird es spätsommerlich warm. Erst am Samstag gibt es ein wenig Abwechslung, wenn stärkere Wolken mit etwas Regen durchziehen. Die Temperaturen gehen ein wenig zurück, insgesamt aber bleibt es warm. Haben Sie es gern ordentlich? Bei uns in ORF2 zeigt jetzt kreuz und quer, dass Struktur in vielen Lebensbereichen und Religionen eine zentrale Rolle spielt. Einerseits brauchen viele Menschen Ordnung, andererseits setzen so manche auf das kreative Chaos. Ist dieses tatsächlich inspirierend oder bloß ein Klischee? Viele Fragen, denen diese Premiere garantiert ordentlich nachgeht. Und ich mache jetzt hier noch im Studio Ordnung. Inzwischen von uns allen hier noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen. Bis morgen.